Cities need systems to make them efficient, but people need relationships to make them livable. The driverless car does the driving for you while you can actually do whatever you want. Could it be buses following us instead of us following buses like it happens today? Wouldn't it be great to drive your neighbor's car to the country for the weekend and not have to own and maintain that car? Wouldn't it be reasonable if cars would never stop again and always be on the move? The solar energy future will give us an abundance of clean energy. The concepts of efficiency and sustainability will be useless. And when systems and relationships work together, cities are exciting, great places. When they don't, cities are nightmares. Technology and real-time information are making public transportation much more responsive. In the future, personal mobility is not going to be about individual car ownership and private car use. I'm convinced that in the future we will see no parking cars anymore. Wouldn't you rather like give up the control of the steering wheel if you can actually gain full control of your life? Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den Leiter Audi Kommunikation, Tony Melfi. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Frankfurt am Main. Wir freuen uns, dass Sie schon vor Beginn der IAA hier bei Audi zu Gast sind. Und besonders begrüßen möchte ich heute Abend die Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, Frau Petra Roth. Schön, dass Sie da sind, Frau Roth. Wir freuen uns auch, dass der gesamte Audi-Vorstand da ist. Herzlich willkommen. Wir wollen heute gleich zwei Anlässe mit Ihnen begehen. Die Weltpremiere des Audi Urban Concept und den Vorabend des Audi Urban Future Summit. Wir wollen heute den Blick aber nicht nur in die Zukunft richten. Am 11. September 2001, also auf den Tag genau vor 10 Jahren, schauten die Menschen gebannt nach New York und Washington und erlebten furchtbare terroristische Anschläge. Das waren Ereignisse, die die Welt und die Weltordnung grundlegend verändert haben. Auch daran wollen wir uns an diesen Tag erinnern. Meine Damen und Herren, beim Audi Urban Future Summit machen wir uns morgen Gedanken über ein zentrales Zukunftsthema, die urbane Mobilität. Oder anders gesagt, wie werden die Menschen in den wachsenden Megacities künftig leben? Wie werden sie kommunizieren? Und vor allen Dingen, wie werden sie sich fortbewegen? Mit dem Audi Urban Future Summit bieten wir eine Plattform, um mit Experten verschiedenster Fakultäten aktiv in diesen Diskurs einzutreten und neue Ideen zu entwickeln. Als thematische Steilvorlage präsentieren wir Ihnen heute schon eine ungewöhnliche Technikstudie, gewissermaßen als Fingerübung zur Mobilität der Zukunft. Mehr davon von unserem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Rupert Stadler. Herr Stadler, bitte. Ja, meine Damen und Herren, willkommen auf unserem Audi-Stand. Ich glaube, hier ist uns was ganz Modernes und Tolles gelungen. In 2 Tagen präsentieren wir Ihnen hier Leidenschaft, Perfektion und Sportlichkeit. Unsere Produktneuheiten der IAA 2011. Und nein, wir haben uns nicht im Datum geirrt. Wir sind hier schon ganz richtig. Schließlich geht es heute auch um eine kleine Weltpremiere, eine Weltpremiere, die natürlich zur IAA gehört, aber noch viel mehr zu dem, was morgen in Frankfurt passiert. Unser Audi Urban Future Summit. Einige von Ihnen wissen vielleicht schon, dass wir mit der Audi Urban Future Initiative der Frage nachgehen, wie urbane Mobilität im Jahr 2020 aussehen kann, vielleicht sogar aussehen muss. Darüber diskutieren wir morgen beim Summit mit interdisziplinären Experten weiter.
Es geht bei diesem Austausch darum, dass wir uns auch ein paar neue Visionen geben. Andere Perspektiven kennenzulernen und auch zu verstehen, welchen Anforderungen die Mobilität von morgen gerecht werden muss. Bei den Diskussionen in den Workshops werden morgen wieder viele unterschiedliche Gedanken, unterschiedlichste Ansätze, auch ergebnisoffen entstehen. Und vieles davon werden wir bei Audi mitnehmen und in unsere Arbeit, in unser tägliches Streben nach Innovationen dann auch einfließen lassen. Eine Idee, wie individuelle Mobilität in urbanen Lebenswelten aussehen kann, die werden Sie nachher gleich sehen. Sie werden darin eine etwas andere Herangehensweise entdecken, etwas, wobei wir über gewöhnliche Konzepte hinausgedacht haben. Und dass so etwas in der Geschichte unseres Unternehmens Tradition hat, davon können Sie sicher hier sich selbst überzeugen. Mit dem Slaby Beringer ist 1919 ein ultraleichtes, kleines Elektroauto für 1 bis 2 Personen auf den Markt gekommen, produziert vom DKW-Chef Rasmussen. Dieses Fahrzeug haben wir hier auch für Sie ausgestellt. Und unser Konzept, heute übersetzt, wesentliche Charakterzüge davon natürlich in die Moderne. Es ist ein mögliches Ergebnis, wenn leidenschaftliche Designer und Ingenieure bei den Diskussionen zur Mobilität der Zukunft genau hingehört und dann einfach mal getüftelt haben. Herausgekommen ist dabei etwas so Gutes, dass wir Ihnen natürlich heute gar nicht vorenthalten wollten. Ein Ausblick, wie wir uns bei Audi urbane Fortbewegung schon in naher Zukunft vorstellen. Geprägt von e-tron und von Ultra, nämlich Leichtbau, kombiniert mit Audi-typischen Eigenschaften wie Sicherheit, aber logischerweise auch Fahrspaß. Less is more, heißt es oft so schön, und der Audi Urban Concept ist, glaube ich, ein ganz netter Beweis dafür. Aber sehen Sie selbst, haben Sie einen schönen Abend und vergnügen Sie sich bei uns mit Audi. Gute Gespräche, danke. Es ist vielleicht eine unserer außergewöhnlichsten Ideen, die wir Audi-Designer Ihnen jemals präsentiert haben. Aber wenn man seinem Team einmal sagt, Leute, heute gibt es keine Grenzen, dann beginnt eine faszinierende Reise in die Ideenwelt. Folgen Sie meinem geschätzten Kollegen Markus Auerbach, er nimmt Sie jetzt mit auf ein Gedankenspiel der besonderen Art. Schaut man aus dem Weltraum, auf den urbanen Raum der Erde, ist dieser Großstadtdschungel vergleichbar mit einem Biotop. Wenn ich in das Biotop reingucke und unter der Lupe schaue, dann sehe ich die verschiedenen Spezien an Käfern, an Grashüpfern. Große, kleinere, die sich ein bisschen flinker bewegen. Die Grundidee war, wie viel brauche ich, um mobil zu sein und eine Spezies zu schaffen, die zwischen E-Roller und einem Kleinwagen liegt. Wir sind alle Designer im Audi Design Team. Wir denken nach. Und manchmal schauen wir über den Tellerrand raus. Für uns war klar, dass der Urban Concept ein pures E-Fahrzeug ist. Geräuschlos wie ein Papierflieger gleitet sozusagen unser Fahrzeug durch die Straßen. Da uns die Sportlichkeit sehr am Herzen liegt, haben wir jetzt mal ganz lässig den Fahrer auf die Fahrbahn gesetzt, in eine extrem sportliche Position, machen eine passende Hülle um ihn und versehen ihn mit 4 Rädern. Beim Urban Concept öffnet sich das Cockpit wie bei einem Flugzeug. Es gleitet die Dachhälfte nach hinten und ich betritt das Fahrzeug von oben. Diese Geste eines coolen Einstiegs war uns sehr wichtig. Ich justiere so die Pedalerie und auch das Lenkrad zu mir passen. Diese Geste ist eigentlich sehr eine professionelle Geste. Das heißt, die Werkzeuge passe ich mir selbst an meinen spezifischen Anforderungen und nicht ich passe mich sozusagen den Werkzeugen an. Der Urban Concept vermittelt ein Lebensgefühl von Freiheit. Es ist kein Auto, wie man ein Auto versteht. Er ist lässig, er haushaltet mit seiner Energie, macht Spaß und ist ein Audi. We'll be right back.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit uns den Vorstand Technische Entwicklung der Audi AG, Michael Dick, und den Leiter Designkonzepte der Audi AG, Markus Auerbach. Ja, schönen guten Abend auch von unserer Seite, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in Frankfurt. Wie Sie gesehen haben, ist es auch für ältere Semester wie mich durchaus möglich, in diesem Auto zu sitzen und auszusteigen und das Ganze noch einigermaßen gelenkig aussieht. Herr Auerbach, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass zwei so Kerls wie wir das sind, dort auch ausreichend Platz drin finden. Das stimmt. Da drin, das war ganz gemütlich und da sind wir gut zurechtgekommen. Ich sollte anfangen mit der Frage, wie das Projekt startete. Und diese Geburtsfrage war, gibt es ein mobiles Leben zwischen einem Roller und einem Kleinwagen? Und wenn ja, wie sieht dieses Leben für Audi aus? Und hier war die Herausforderung an das Team, dass sämtliche Markengene, Markenwerte auch in einem so, sagen wir mal, kompakten Fahrzeug sich wiederfinden. Sportlichkeit, Perfektion und natürlich auch Leichtbau. Wir haben da monatelang dran gearbeitet und aus dieser Ideenecke sieht man jetzt das Resultat. Das sind die zwei Modelle, der Urban Concept Sportback und der Urban Concept Spider. Wir hatten ja hier eine etwas andere Arbeitsweise an den Tag gelegt. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr die Idee dazu generiert, wie könnte eine kompakte Fortbewegungsmethode bei Audi ausschauen, die nicht unbedingt mit dem Zweirad in Verbindung gebracht wird. Und wir haben damals junge Leute aus dem Design mit jungen Leuten aus der Technik kombiniert, ein paar alte Hasen mit dabei. Und die hatten einfach den Auftrag, wie stellt ihr euch sowas vor? Und das, was Sie hier sehen, ist unser Audi Urban Concept. Unser Arbeitstitel war Audi Neo, das möchte ich hier bei der Gelegenheit auch gleich mal verraten. Das Fahrzeug hat zwei E-Motoren, hat Lithium-Ionen-Akkus, hat ein sportliches Fahrwerk und natürlich eine sehr direkte Lenkung. Unser oberstes Ziel war, das Fahrzeug so leicht wie möglich darzustellen und so agil wie möglich darzustellen, kurz, dass die Audi-Gene auch verwirklicht werden. Und ganz ehrlich, der Winzling fliegt förmlich um die Kurven. Ja, das ist ein guter Stichpunkt zum Fliegen. Das Flugzeug, wir haben natürlich ein bisschen rübergeguckt zum Flugzeug. Und das sieht man am besten am Cockpit an der Kanzel. Also das Einstiegszeremonie sozusagen. Man gleitet in diese Kanzel, man öffnet es durch Schieben. Das ist ein anderer Zutritt als bei normalen Fahrzeugen. Und das war uns wichtig. Das hat für uns einen coolen Ausdruck und zeigt auch eine Sportlichkeit im Einstieg. Segelflugzeug war ein gutes Stichwort. Bei der Erstpräsentation des Fahrzeugs im Design dachte ich, was ist jetzt? Da stand nämlich ein Segelflieger in der Halle. Und dann wurde erst das Auto enthüllt. Und ich habe aber dann sehr schnell kapiert, worauf die Designer raus wollten. Und ich glaube, es war eine wunderbare Symbiose zwischen Technik und Design, die sich hier wirklich Gedanken gemacht haben, wie denn die Fortbewegung der Zukunft ausschauen könnte. Wir haben hier versucht, alle Markengene darzustellen. An erster Stelle natürlich unser Ultraleichtbau, das Feinste und Leichteste, was es derzeit auf diesem Sektor gibt. Ein CFK-Monocoque verbunden mit unserem Aluminium-Spaceframe. Und mit den Akkus wiegt das Fahrzeug, sage und schreibe, 480 Kilo. Ja, das ist ein richtiges Leichtgewicht. Wir haben immer davon gesprochen, das ist wie ein agiles, lebendiges, urbanes Insekt. Also so haben wir das empfunden, dass sich eigentlich in dem Biotop der mobilen Welt recht schnell bewegt. Man hat Freude, dem zuzusehen, wie sie sich bewegt. Und man hat natürlich auch Spaß, wenn man drin sitzt und mit dem sich bewegt. Also verstehen tut man es erst richtig, wenn man drin sitzt und Gas gibt. Aber das Gas geben ist dann das Richtige, dass man halt Losstrom hat, sozusagen. Ja, aber mit dem Losfahren ist es noch nicht so weit, das haben wir uns für einen anderen Abend aufgehoben. Aber ich muss sagen, ich bin zu Hause auch schon einen entsprechenden Technikträger dazu gefahren. Die Fahrleistungen sind faszinierend von dem Teil und ich glaube schon, dass wir damit eine gute Resonanz hier haben werden. Und was mich besonders freut, ist, dass wir hier eben ein völlig neues Arbeitsmodell bei Audi verprobt haben. Vielen Dank erstmal. Danke. Ich darf dann meine Vorstandskollegen hochbitten zum Foto. Jetzt.
Ladies and gentlemen, thank you very much for attending the Audi press conference. Please join us on stage to take a closer look at the car.